Auf, ihr Lieben, willkommen zurück zum nächsten Teil des dritten Buches. Ja, heute geht es um die Tierkreiszeichen, Sternenkonstellation und dann um die verschiedenen ätherischen Felder der einzelnen sogenannten Planeten auf den unterschiedlichen Begrenzungen. Wurde in den vorgehenden Büchern schon mal erwähnt. Hier gehen wir ein bisschen, ja, mehr ins Detail. Ja, fangen wir an. Hier haben wir das Tierkreiszeichen, ja, das lässt sich natürlich dann auch übertragen in die Sternkonstellationskarte, die wir hier sehen. Ja, macht auch wieder Sinn. Dann haben wir das zweite Bild und da übertragen wir einfach das, was wir beim ersten Bild gemacht haben, spiegeln das und übertragen das auf die Mondkarte. Passt wieder ganz gut. Hier haben wir Äquator, ne, und die Tierkreiszeichen. Passt auch immer vom Winkel und von den verschiedenen Ländern und Kontinenten. Also wie gesagt, sehr sinnhaft. Und dann kommen wir zur Tierkreiszeichen-Weltkarte. So würde ich das übersetzen. Ja, hier haben wir den Steinbock, das bin auch ich. Ja, Zodiac World Map. Ja, dann kommen wir zu den Feldern. Ja, also Uranus ist das ja, höchste Feld. Jedes Feld reflektiert seine kosmische Energie in dem darüberliegenden ätherischen Feld und zwar gespiegelt an der, ja, sogenannten Begrenzung. Er wird als Ceiling bezeichnet. Ich übersetze es als Begrenzung. Wenn da jemand ein besseres Wort dafür hat, gerne her damit. Ja, Merkur und Venus, also Merkur und Venus haben wir, sehen wir im ätherischen Feld von vom Mars, ja, Mars sehen wir im ätherischen Feld von Jupiter. Na, ihr kennt den kleinen roten Punkt, der da immer kreisförmig rumwandert auf dem Jupiter. Habt ihr alle schon mal gesehen? In irgendwelchen Bildern oder CGI oder wie auch immer. Ja, aber nicht nur der Mars ist hier drin, da ja die beiden auch im Mars abgebildet sind und der Mars wieder hier, sind alle in dem Jupiter drin. Ja, und dann ist der Jupiter in dem drin. Ne, hier haben wir die Ringe, kommen wir gleich noch dazu. Und alle diese da sind im Uranus vertreten. Ja, kommen wir zum Uranus. Hier sehen wir ein, ja, Foto. Ich denke, das wird wieder mit der Nikon P1000 aufgenommen worden sein. Manchmal erkennt man es auch selber am bloßen Nachthimmel. Es gibt da immer so ein paar Sachen, die ja rot, blau, grün flimmern, flackern, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und ja, das sind so die ätherischen Felder und die werden auch ein bisschen gebrochen. Aber dazu vielleicht in einem anderen Video etwas mehr. Ja, so. Uranus ist der äußerste und auch größte oder das äußerste und größte ätherische kreisförmige Feld und beinhaltet alle anderen, wie wir es gerade schon angesprochen haben. Alle anderen ätherischen Felder, die wir als Planeten bezeichnen. Was wir sehen, ist eine Art, ja, Tattoo aller anderen Felder, die den Uranus entstehen lassen. Und zwar an der Uranusbegrenzung, was die letzte Begrenzung ist, also the seventh ceiling, also die siebte Begrenzung, die das höchste sozusagen. Dann haben wir den Saturn, ja, das Saturn, auch Kronos genannt, ne, das ätherische Feld Saturn, inklusive viele anderen, nicht allen, also Uranus ist hier nicht zu sehen, sondern alle nur, die darunter hängen. Ja, wie vorher schon erwähnt, der Saturn beinhaltet das Jupiterfeld und die vier Ringe sind die vier Monde des Jupiter. Ja, also die vier Monde machen hier sozusagen, geben hier ein Energiefeld nach oben, ein ätherisches Feld, was dann wie ein Ring aussieht. Ja, vielleicht hier ist undeutlich, aber das ist ein ätherisches Feld. Ja, dann kommen wir zum Jupiter. Ja, der Jupiter ist mit seinen Monden hier zu sehen. Na, ihr seht die Monde 1, 2, 3, 4. Ja, da haben wir die, im Vorgehenden hatten wir die vier Ringe. Ich zeige es hier nochmal. Hier hatten wir die vier Ringe. Und das ist der, ja, ätherische Abdruck dieser vier Satelliten, dieser vier Monde. Ja, über dem Feld, ne? Also hier sind wir bei der fünften Begrenzung und in der sechsten Begrenzung sind diese Satelliten, diese Monde als Ringe zu sehen. Ja, in dem Jupiter können wir das ätherische Feld des Mars sehen. Ja, das ist dieser kleine rote Punkt, was ich glaube in der offiziellen Beschreibung wird das als großer Sturm der Ewigkeiten wütet bezeichnet. Ja,
Hier in dem Buch wird gesagt, dass das das Abbild des Mars ist. Ja, Mars, der rote sogenannte Planet. Und da haben wir einen roten Punkt, der da umherwandert. Ja, macht wieder Sinn. Und das ist dann hier die fünfte Begrenzung, Fifth Ceiling. Ja, dann gehen wir als nächstes zum Mars. Der Mars beinhaltet Venus und Merkur. Ja, im Ätherfeld. Und da sind wir bei der vierten Begrenzung. Ja, auf der fünften sieht man den Mars im Jupiter und hier haben wir die vierte Begrenzung. Dann kommen wir zum Venusfeld. Ja, wird auch wieder als Planet bezeichnet, ist aber ein ätherisches Feld und das ist sozusagen die dritte Begrenzung. Dann haben wir die zweite Begrenzung, das ist Merkur. Und so geht es dann nach unten. Die erste Begrenzung wird dann demzufolge der Mond sein und im Mond erkennt man dann die Erde, die materielle Welt. Und so ist es in seinem Buch aufgebaut. Macht durchaus Sinn, da wir auch die, ja, mit diesen Planeten, es gibt keine wirklichen Fotos in der offiziellen, ja, Wissenschaft, ne? Sondern es gibt immer nur, ja, CGI-Aufnahmen. Ich habe noch nimmer ein Bild eines echten Satelliten gefunden. Ja, viele kommen jetzt auch mit diesen Live-Schaltungen, die man bei YouTube sich anschauen kann. Aber das ist auch ziemlich leicht zu faken, da die ganzen Astronauten ihre Übung ja in dieser Unterwasserstation machen. Nehmen wir die ISS. Ja, und da ist alles unter Wasser. Und jetzt habe ich letztens zwei Berichte gelesen, dass auf der ISS zwei Astronauten Wasser in den Helm bekommen haben und fast ertrunken sind. Da fragt man sich, wie das passieren kann beim Außeneinsatz im absoluten Vakuum, wo kein Wasser ist. Wie kann da das Wasser in den Helm kommen, sodass sie fast ertrinken? Ja, also im Vakuum ertrunken. Ja, aber reden wir da nicht weiter drüber. Hat bestimmt alles seinen Sinn. Entschuldigung. Jedenfalls denke ich, da wird einiges gefaked und auch die Aufnahmen oder die Videos, die da gemacht werden, wenn da die Astronauten in den Fliegern dann in der Schwerelosigkeit sind. Manchmal stehen die Haare nur nach oben zu Berge, was auch irgendwie keinen Sinn macht, weil wenn sie sich bewegen, müssten die Haare ja immer nachziehen. Das hat was mit der Trägheit zu tun. Aber okay. Und dann sieht man auch teilweise, wie sie sich gegenseitig festhalten, das T-Shirt nach außen spannt, obwohl da nichts ist. Also man muss sich nur überlegen, was in Hollywood möglich ist, dann weiß man, was auch da möglich ist. Aber so viel dazu. Das war's zu diesem Video. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao.